Erwin und die Liebe, Buchvorstellung, Liebesbiografie von Erwin Schulz. Erwin blickt auf ein erfülltes Leben zurück. Er hatte immer Arbeit und er hatte immer eine Beziehung, wobei sich der Broterwerb als bedeutend langweiliger erwies. So routiniert der Postbote in der Deutschen Demokratischen Republik die Post austeilte, so abwechslungsreich gestaltete sich sein Privatleben. Die vielen amorösen Abenteuer, die sich durch sein Leben ziehen, eröffneten ihm immer neue Perspektiven, in jeglicher Hinsicht. Seine Partnerinnen waren nicht nur kulturell interessiert oder sportlich aktiv, sie machten ihm auch deutlich, dass es verschiedene erotische Varianten gibt. Er akzeptierte alle als seine Lehrmeisterinnen. Sei es eine frühreife Schülerin, die ihm im Keller auflauerte, oder eine Kollegin, die mehr als berufliche Zusammenarbeit von ihm wollte. Der Mauerfall änderte nichts. Vor dem Mauerfall gibt es ein deutsch-deutsches Zwischenspiel mit einer spendableren Westberlinerin, die ihn in jeglicher Hinsicht verwöhnt, von erfüllender trauter Zweisamkeit bis zu harter D-Mark. Doch auch diese Beziehung findet ein Ende. Die Begegnungen mit den unterschiedlichsten Frauen bleiben auch nach dem Mauerfall nicht aus. Erwin trifft immer wieder auf eine neue Liebe. Doch manchmal macht er auch schlechte Erfahrungen, vor allem wegen seiner Gutmütigkeit. Erlebnisse wie im Film. Erwin schildert seine zahlreichen Erfahrungen kurzweilig und abwechslungsreich. Der Leser fragt sich stets, was bzw. wer als nächstes erscheint. Auch er lernt manches dazu, zum Beispiel, dass ein flüchtender Liebhaber nicht nur im Kino vorkommt. Erwin fand sich nämlich leicht bekleidet auf dem Bürgersteig wieder. In einer Sauna kann man aus verschiedenen Gründen schwitzen und seine Internetbekanntschaft führt schon mal zur Liebe zu dritt. Erwin berichtet so manches filmreife Abenteuer aus seinem aufregenden Leben. Er macht keinen Hehl daraus, dass er viele Frauen liebte. Doch er war nie der unsympathische Draufgänger. Er legte stets Wert auf gegenseitigen Respekt, ganz zu schweigen davon, dass er Kultur und gute Unterhaltung immer schätzte. Eine Lektüre für Männer und Frauen gleichermaßen, zum Genießen und Schmunzeln. Das Buch von Erwin Schulz ist im Tradition Art Verlag erschienen und in jeder Buchhandlung und auch bei Amazon für Sie erhältlich. Wenn Sie auch ein Buch veröffentlichen wollen, dann sind wir der richtige Ansprechpartner für Sie. Die Kontaktmöglichkeiten sind unterhalb des Videos in der Beschreibung. Wir bleiben am Buch für Sie. Schön, dass Sie reingeschaltet haben. Bis zum nächsten Video. Über ein Like, ein Kommentar und ein Abo, das ist hier kostenlos bei YouTube, würde ich mich sehr freuen. Bleiben Sie gesund und erfolgreich. Kommen Sie gut durch den Winter. Dankeschön.